Herzlich willkommen zur mittlerweile 10. Ausgabe von Nikos Gigs, die eigentlich meisterklickte Serie bei mir auf dem Kanal. Deswegen muss ich auch versuchen, die oft genug rauszuhauen und wir können wieder eine neue Folge rausbringen, da es wieder Gigs gab, wo ich filmen durfte und wo es echt in Ordnung ist, das euch zu zeigen. Das wird eine komplette Voice-Akustik-Folge und auch eine komplette Folge, nein, nicht komplett, im Großteil sind wir in der Kirche in dieser Folge. Ich würde sagen, Gig 1 machen wir erstmal, den finde ich am spannendsten Gig, und zwar war das in Bernau bei Berlin, und danach werden wir die beiden Gigs in der Kirche rannehmen. Vielleicht werden manche sagen, hör, Kirche langweilig, nein, das war soundtechnisch ziemlich schwierig und wir haben auch mit dem Pult einiges gemacht. Obwohl wir eigentlich nur 8 Live-Kanäle hatten, waren es am Ende 28. Warum, weshalb, werdet ihr also gleich erfahren. Aber erstmal zu Gig Nummer 1. Jawolski, hi Leute. Wir fangen an, den Gig heute Abend ein bisschen vorzubereiten. Und dementsprechend, weil so geiles Wetter ist, habe ich mir gedacht, hey, ich muss das Pult ja noch vorbereiten, habe aber keinen Bock, das drin zu machen. Also habe ich mir die Kuh einfach nach draußen geholt und werde jetzt ein bisschen schon ganz praktisch Kanälzüge vorbereiten. Habe den Rider hier dementsprechend das Pult schon beschriften, Custom Layer erstellen, Effekte schon reinhauen, damit ich nachher bloß noch Plug and Play machen muss, Soundcheck, dann ist der Rest gegessen. Gig Nummer 1 war ein Club am Steintor. Das ist in Bernau bei Berlin und da gab es praktisch ein Schlagzeugvorspiel und da habe ich Ton gemacht und da hing praktisch schon im Haus, also vom Haus aus, KME-Lautsprecher. Meinte auch der Hauswirt zu mir, total cooler Typ, meinte auch, hey, wenn du willst, kannst du die benutzen, dann brauchst du einen Kram nicht mitbringen. Hat mir gedacht, hey, ich habe die PA da, die Tops wiegen auch nicht viel, nehme ich lieber mit, und es war auch kein Problem. Ich habe die einfach praktisch unter Traster Vorgang mit der Easyline-Mechanik ein bisschen angewinkelt, aber nicht zu steil, dass wir auch das Publikum unten ordentlich bespaßen können. Als Bass wie immer, Pavirsup 118, 2 Stück davon, dann mit der HDSP6 als Endstufe. Und das große Problem in diesem Club ist, es gibt einen Oberrang. Und der Oberrang ist so gestaltet, dass praktisch die ganzen Höhen, die ich nach unten wegschieße, keine Möglichkeit mehr haben, nach oben anzukommen, weil man praktisch so, weil der Raum an sich sehr klein ist und man sehr gerichtet abstrahlt. Da habe ich mir gedacht, ich möchte aber, dass die Menschen, die da oben stehen, wenigstens auch ordentlichen Ton haben. Deswegen habe ich noch 2 Alps Audio Carbon C108 auf die Trasse oben raufgesetzt und habe damit in die Ränge geschossen, damit die eben dementsprechend auch das volle Frequenzspektrum hören können und jetzt nicht benachteiligt sind, obwohl sie die bessere Sicht haben. Als Pult, wie so oft, hatte ich die Identities Q32 bei und davon waren belegt 25 Kanäle. Als Stagebox war das eine AR2412 von Identities mit einem Cut vorgeworfen, was glücklicherweise schon vom Haus verbaut war. Das heißt, ich konnte mir die Trommel sogar auch sparen. Eine ziemlich coole Geschichte. Was ich vergessen habe, ich habe die Tops, die oben drauf waren, die Alps Audio mit einer QST PLX1602 angetrieben und habe dem von der Q32 aus noch einen Low-Cut gegeben, damit sie mir eben nicht wegsterben, weil es ja bloß 8 Zoll Boxen sind. Der Aufbau war, sage ich mal, ziemlich knapp bemessen. Wir hatten nicht viel Zeit. Der Gitarrist, den ich auch schon sehr lange kenne, Philipp, meinte so, oh, Nico, ist doch genug Zeit. Und ich so, nein. Er meinte so, ach, meinst du ernst? Viele denken immer, wenn man 3 Stunden Zeit hat, ist das viel. Absolut nicht. Man muss ganz, ganz schnell bauen, man muss die Kabel ordentlich legen, man muss alles ordentlich bauen. Es gibt einen Soundcheck und bei so einer großen Band hat der auch ganz schön lange gedauert, weil wir hatten Schlagzeug mit 4 Toms. Ich habe mir die Overhead sogar geklemmt in diesem kleinen Raum. Wir hatten 3 Pianos, wir hatten einen Bass, wir hatten, soweit ich weiß, 2 Gitarren, wir hatten ein Saxophon, wir hatten ein Octapad, wir hatten ein Samplepad, wir hatten 3 Vocals, wir hatten eine Kita. Also eine ganze Menge Stuff, der zu verdrahten gilt, den es zu verdrahten galt. Gig war sehr geil, viele waren zufrieden, selbst der Wirt, der normalerweise seine KME-PA benutzt, war von der Voice-Akustik-Anlage ziemlich angetan und meinte, hey, die Tops sind zwar viel kleiner als meine, aber ich habe jetzt nicht viel vermisst. Echt genial. So, Freunde, der Gig ist vorbei. Ich sag gleich mal sorry, dass ich jetzt nicht so viel Video aufgenommen oder gar kein Video aufgenommen habe. Es war einfach wirklich keine Zeit, es war wieder mal ein sehr stressiger und sehr aufwendiger Job für mich und für die ganze Crew, weil einfach der Zeitplan sehr knapp war. Dementsprechend war für Video einfach keine Zeit, weil das hat einfach keine Priorität. Aber ich hoffe, die paar Fotos konnten euch einen kleinen Einblick geben in den Gig und an sich war das ziemlich geil, weil klar, Voice Acoustic PA geflogen, hat sehr Spaß gemacht, eine ziemlich coole Band war am Start, wir hatten 26 Mono-Eingänge. Also es war eigentlich an sich ein ziemlich erfolgreiches Fest und auf jeden Fall ein geiler Abend. Ich habe vieles Gutes Feedback bekommen, so ein paar Anmerkungen gibt es ja immer von irgendwelchen Leuten. Mach mal den ein bisschen lauter, den ein bisschen lauter. Ihr kennt ja sicherlich, das ist normal. Aber im Großen und Ganzen waren die alle sehr zufrieden und letztendlich hat auch der Leader, sage ich mal, gesagt, dass der Sound besser war als sonst, was sie so kennen. Ich mache mir jetzt, das guck ich auch gerade nicht an, ich mache mir jetzt noch ganz entspannt Mucke an auf dem iPad im Auto und dann werde ich jetzt kurz was essen fahren, eine Kleinigkeit unterwegs, keine Ahnung, was zu trinken holen und dann fahre ich nach Hause und lade den Scheiß morgen aus, weil jetzt lege ich mich in den Garten mit der Pen, den Hänger anschließen und dann ist gut. Yo, macht's gut. Gig Nummer 2 war relativ entspannt, sage ich mal, von der Situation her und da habe ich ein bisschen Videomaterial und kann euch live vor Ort, ja, erzählen, wie es da lief. So, Freunde, wir sind ja bei dem Gig hier in einer Kirche und somit muss ich erstmal, ich sag mal, den Oberrang zum FOH
Und da zeige ich euch jetzt ein paar Besonderheiten beim Pult heute, weil heute ist alles ein bisschen anders. Normalerweise spielt die Band natürlich mit Schlagzeug, mit Gesang, sogar dreimal, Gitarre, Bass, allem drum und dran. Aber heute ist es ein bisschen tricky, weil Schlagzeuger kann nicht und wir wollen es auch praktisch für die Worst-Case-Situation jetzt öfter mal so haben. Folgendes: Die ersten Kanäle sind analog, unten übers Multicore an der Bühne, also Gesang, Gitarre, alles was praktisch in echt gespielt wird. Und den Rest hole ich mir alles über die Audio-DAW, praktisch von Logic, in mein Pult rein. Hier meine analogen Wege. Wenn ich jetzt mal eben hier selektiere und hier auf Source gehe, dann kann ich sehen, dass wir uns ganz, ganz viel über USB-B holen, was von Logic kommt. Eben die Drums, die Cymbals, die Percussion, die Streicher, das Pad, Piano, Orgel. Wir haben noch einen digitalen Bass. Wir haben einmal einen Bass, der unten ist, und einmal haben wir noch einen Bass am FOH, der von hier oben gespielt wird. Ja, man kann den Bass auch hier stehen sehen. Jetzt gehen wir mal runter, bisschen PA, bisschen Monitor, ist alles ziemlich minimalistisch, sage ich mal, aber trotzdem macht es wirklich, wirklich Bock. Front PA, wen wundert's, Voice Acoustic Pavioso 118 mit Modular 10 obendrauf, wirklich ein echt, echt cooles Set, wie ich finde, macht jedes Mal Spaß und also die bespielt wirklich die ganze Kirche hier mit Oberrang und ich muss sagen, das Zeug rockt einfach, das ist unfassbar, man hat Reserven ohne Ende und das ballert wie Sau für die Größe. So, dann gehen wir mal auf die Bühne, sage ich mal, ja. Wir haben das zweite Stack Voice Acoustic. Auf dem Boden haben wir Alps Audio C108 als Wedge, davon drei Stück an der Zahl. Und einen haben wir nämlich noch als kleinen Mini-Fill, sage ich mal, weil nämlich, das heißt, Konfirmation, genau. Weil die praktisch, ich weiß nicht, ob man das so sagt, konfirmiert werden, ich weiß es nicht so genau, die sitzen nämlich hier und bekommen dementsprechend von der Hauptbeschallung kaum noch was mit. Deswegen habe ich noch einen kleinen Fill gebaut und die werden bepowert, einzelkanalig, von einer QSC PLX und von einer Bose uralten Endstufe, aber sie rockt, sie läuft, warum nicht? Natürlich darf man nicht vergessen, gibt es auch einen Redner für die Konfirmation. Dementsprechend haben wir nochmal ein Sennheiser-Mikrofon, was logischerweise auch in die Sagebox geht, in meinem Multicore oben zur Q32, die übrigens... Ich bin zu dumm dafür. Alter! Die übrigens da oben steht, wo wir gerade waren. Falls einige meckern, warum sieht man das so komisch hier aus? Wir sind hier hinterm Altar und hier darf es so aussehen, wie es aussieht. Ja? Also warum denn? Ich meine, durcheinander schmeißen nicht, es ist noch halbwegs aufgerollt, aber hier juckt sowieso keinen. Ja, kurz und knapp, das war's auch schon mit diesem Gig und weiter geht's zum nächsten Gig. Tschüss! Alter! Das ist scheiß Mücken, Alter. Ich habe hier schon einen Mückenstich, aber die Kulisse, komm Leute, die Kulisse ist doch echt wert, oder? Sieht so geil aus. Gig Nummer 2 war auch sehr gelungen, hat sehr viel Spaß gemacht, wir haben gutes Feedback bekommen vom Publikum. War sehr solide, aufgebaut, Show gefahren, abgebaut und tschüss. Und jetzt kommen wir zu Gig Nummer 3. Denn der war nämlich ein bisschen schwieriger. Wir haben nämlich schon eine Kirche gehabt, die gerade nach ausging. Wir haben noch praktisch in den Seiten so Gassen gehabt. Ich wollte erst das Ganze mit Voice Acoustic Elastic fahren, um die Ränge zu, also praktisch die Außen, kann man das Ränge bezeichnen? Die Outfits wollte ich mit Voice Acoustic Elastic realisieren, aber es ging nicht aus Platzproblem. Also die Wege waren sowieso schon viel zu eng. Und dann noch was dahin zu stellen, no way, auf keinen Fall. Dementsprechend habe ich einfach nur C108 mal wieder einfach nur auf die Bässe gestellt, die sowieso ein bisschen höher gestellt waren durch die Empore und durch den Altar. Und somit konnte ich noch wenigstens ein bisschen die Ausgänge bespielen, was auch letztendlich gut funktioniert hat. In der Kirche lief die Voice PA tatsächlich höchstens auf minus 12 dBU. Das heißt, wir hatten wirklich das Doppelte an Headroom da, weil einfach das Vollauskommen gereicht hat. Hat echt mega, mega Spaß gemacht. Wie auch im Gig Nummer 2 haben wir mit dem Pult oder haben wir über das Pult 8 Kanäle gefahren. Diesmal sogar ein bisschen mehr. Wir hatten noch ein Piano und noch eine Gitarre. Dementsprechend waren es, glaube ich, insgesamt 12 Kanäle, die live über das Pult kamen. Und der Rest kam wieder per DAW von Logic in mein Pult rein, um die ganzen Backing-Tracks abzuspielen. Also auch Gig Nummer 3 war ziemlich, ziemlich cool. Gleiche Voice-Akustik-Besteck wie in den anderen Gigs auch schon. Zwei Wedges in dem Fall als Audio C108. In dem anderen Gig Nummer 2 hatten wir ja 3 am Start und einer war so als kleiner Fill für die Konfirmanden gedacht. Ja, was soll ich groß sagen? Alle Gigs waren ja zufrieden, hat mir sehr viel Spaß gemacht. War cool. Es gibt eine, Neuigkeit, die kann ich euch sagen und die kann ich jetzt schon mal, ich werde es jetzt noch nicht ein extra Video verpacken, aber für die Menschen, die Nikos Gigs gucken und die schon treu meine Videos gucken, die werden den Kerl kennen und haben sich damals auch gefragt, wo er abgeblieben ist und was passiert ist. Hey, jeder kann sich mal zerstreiten und so weiter, das ist ja auch egal, was passierte, aber es gibt da jemanden, der wieder es geschafft hat, zurückzukommen. Nico, und sehr leise, ich bin wieder da. Nico hat sich entschuldigt, bei uns ist wieder alles okay. Ja, ich habe mich entschuldigt, auf jeden. Okay, du weißt ja, ne? 50 Euro für den Gageauftritt. Schön, dass du am Start bist, obwohl du überhaupt nicht cool damit aussiehst, weil ich bin der
fahre MC Swagger. Nee, Spaß beiseite. Leute, ja, nimm doch. Danke fürs Zuschauen. Lasst ruhig ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und gerne einen Daumen runter. Gerne einen Daumen runter! Das sage ich nicht nochmal. Gerne einen Daumen hoch auf das Video, weil ich wieder da bin. Ihr könnt mal den Like-Button zerstören. Okay, 22 reichen. Wehe, ihr macht mehr. 22 reichen. 22, 22. Ja, genau. Leute, wisst ihr Bescheid. Macht's gut. Tschüss! Okay, machen wir beides gleichzeitig aus. Er fällt erstmal über das Video. Hässlich! Und du willst Veranstaltungstechniker sein. Ja, hör mal auf! Er fällt erstmal über das Stativ. Auch sehr geil. Er stolpert über das Video. Bin ich irgendein Frame oder so, der über das Video stolpert? Ja, klar. Ich habe noch. Also ich mache für euch kranken Video. Ich habe noch ein bisschen Nachwehen. Aber. Das ist egal. Eklig.